Vier junge Sportlerinnen und Sportler, ein Ziel, die deutschen Jugendmeisterschaften. Alle haben im letzten Jahr schon einmal teilgenommen, nun wollen sie sich aber noch einmal qualifizieren. Für Ada Jezinka, Salome Eisenbart, Lotta Geffert und Matteo Reinicke vom OSC Berlin geht es beim Sprint- und Hürdentag vor allem um eines: die beste Vorbereitung für den Sommer. Heute lief es eigentlich sehr gut. Also ich habe eine Bestzeit gemacht auf 200 und Staffel war eigentlich auch ganz okay und hat Spaß gemacht, gutes Wetter. Kein Wunder, denn im heimischen Wohnzimmer auf dem Dominikus-Sportplatz läuft es sich einfach am besten. Für Lotta ist es das erste Jahr in der U18. Eine neue persönliche Bestleistung bringt da ordentlich Selbstvertrauen. Das Ziel ist ja, die 400 im Sommer zu laufen. Und jetzt so ein bisschen Vorbereitung, das Schnelle zu laufen. Aber ja, auch so ein Gemeinschaftswettkampf auch heute. Das Gleiche gilt für ihre Teamkolleginnen Ada Jezinka und Salome Eisenbart. Eigentlich sind die Paradestrecken der beiden die 800, 1500 oder 3000 Meter. Heute geht es aber über die 100 und 200 Meter an den Start. Kurz statt Mittelstrecke, das soll die Sportlerinnen schneller machen und so bestmöglich für eine erneute Qualifikation für die Deutschen vorbereiten. Es ist auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und auch so eine Ehre, dabei zu sein. Und es ist einfach richtig toll, damit zu laufen. Und auch für Matteo Reinicke läuft es über die 400 Meter richtig gut. Hauptsache schmerzfrei lautet das Motto. Und so gewinnt Reinicke nicht nur seinen Lauf, sondern auch den Wettkampf in der U20. Vergleichbar mit den Deutschen ist das allerdings nicht. Jetzt bei den Deutschen sind natürlich noch viele, die sind nochmal, das ist nochmal ein ganz anderes Level, wie schnell die sind. Aber allein, dass man da mitmachen kann, ist, glaube ich, schon echt cool und habe ich mich auch gefreut. Lange dauert es nicht mehr, bis der nächste große Wettkampf auf die Vier wartet. Mitte Mai geht es zum großen Pfingstsportfest nach Lichterfelde. Ziel ist auf jeden Fall, die DM-Norm zu schaffen, entweder für 1500 oder für 800, je nachdem, was klappt. Am besten wäre natürlich für beide Strecken, aber ich hoffe mal, es wird gut. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Der Sprint- und Hürdentag unterm Strich ein erfolgreicher Wettkampf für die vier Sportlerinnen und Sportler des OSC Berlin, die kontinuierlich weiter an der Rückkehr zu den deutschen Meisterschaften arbeiten werden.